Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute mal wieder mit mir. Haben wir auch schon mal gehabt, ne? Ja, kennen wir. Heute geht es wieder ums Thema Urquattro. Mein Plan ist es, beziehungsweise mein Ziel ist es, unseren wunderschönen Motor hier, den ich mit Hilfe von Ralf auch schon liebevoll aufbereitet habe. Hier haben wir so ein paar kleine Details, wie dieses Schutzblech zum Beispiel oder dieses Rohr. Das hat der Ralf alles neu lackiert, unter anderem hier auch unsere Servopumpe, den Halter von der Servopumpe und genauso auch, vielleicht siehst du es hier, die Lichtmaschine inklusive Halter. Das ist eigentlich alles schon wunderschön aufbereitet, weil wenn das dann später mal da drin ist, ne, dann wird das natürlich alles dementsprechend schwerer werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt wo er draußen ist, ne, ist ja logisch irgendwo. Unser Ziel oder beziehungsweise mein Ziel wird es sein, mit Hilfe von Jan, Ralf, wem auch immer, diesen Motor da reinzubauen. Anmoderation vom Julian habe ich ja bereits im letzten Video gesagt. Ich habe mit dem Video nichts zu tun. Das alles, was ich gerade mache, ich putze dem Julian ein bisschen sein Werkzeug, wo ich auf jeden Fall bei sein werde. Das verspreche ich euch. Motorstart und zwischendurch werdet ihr mich bestimmt auch mal sehen. Aber wie gesagt, für mich ist das Julians Projekt und es bleibt Julians Projekt. Seid gespannt, was alles so passiert. Du machst ja schon. Du hast ja auch zweimal hier gestoßen. Ich habe einen Sprachfehler. Es ist soweit. Er hängt am Galgen. Ich würde sagen, Ralf, rein damit. Also, erstmal hier ordentlich pumpen. Überhaupt voran? Ich habe das Gefühl, wir kommen gar nicht hoch. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Dann komme ich jetzt mal ganz langsam da runter. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist hier die Drehmomentstütze. Die ist rein optisch, nämlich 2 cm länger, sage ich jetzt mal, als die von einem anderen Motor, der da noch ich muss es ausprobieren. Marco meinte, das könnte passen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber wir sehen das gleich. So, also los geht's. Ihr schreit einfach, wenn irgendwas unpassend wäre. Also ich käme ihn nicht durch, so wie er jetzt ist. Also muss Julian schnell den Motorhalter rechts demontieren. Ja, genau. Und jetzt kann der Ralf nämlich da... Ja, stimmt. Jetzt kann ich den Jawohl, genau. So war das gedacht. Dein Finger unter der Drehmomentstütze weg, weil sonst ist er matsch. Ist so gut. Wäre ja nichts Neues, ne? Ich arbeite mit dir zusammen. Ja, das ist doch schon. Ja, wir müssen quasi noch nach vorne und nach drüben. Dann passt das. Dann nach drüben? Ja. Ja, ganze 30 mm. Ja, das kommt hin. Ja. Das kommt hin, ne? Rein vom Motorlager und Aufnahme her. Sven, ich sag dir, sei froh, dass du hinter der Kamera bist. Komme jetzt wieder langsam nach unten. Jan, Handgelenk. Ja. Geht? Gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal einen Tag nach vorn, sonst stoßen wir hier gleich mit der Ölrinde an. Genau. Ja, das geht. Also jetzt werde ich auf Position vorne, Motorlager passt. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Warte. Stück. So, jetzt bin ich sogar schon eingefädelt. Das ist geil. So. Und jetzt können wir ihn drehen und wenden, wie Ralf den braucht. Ja, genau. So, ja, so. Ja. Oh, wir sind schon drin. Jetzt. Irgendwas? Hier sitzen wir drin. Was war das? Einrostige Gewinde. Achso. Optisch, okay. Ich sehe nämlich nichts, wo er sonst... Ja, cool. Drehmomentstütze? Jo, liegt an. Wie ich es vermutet habe. Ja. Liegt komplett an. Dieser Pinöppel da hier, das ist die Drehmomentstütze. Ne? Mhm. Die nach oben quasi, ich sag jetzt mal, absichert. So, und da habe ich mit Marco eben schon gesprochen gehabt, der gerade hier neben mir steht. guck mal, Marco, siehst du das? Nee, passt nicht. Wir müssen die echt ein bisschen abflexen. Damit wir hier mit dem Gummi ungefähr einen Zentimeter weiter reinkommen, dann geht das. Ah, wobei, warte mal ganz kurz. Ralf, wie sieht bei dir im Motorlagerbefestigungspunkt aus? Wir könnten bei mir hier noch 5 mm zurück. Hier kannst du gar nicht mehr. Also bei unserem Audi 80 habe ich geguckt und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Karosserien vorne rum gleich sind. Haben wir extra geguckt, ist nichts abgeflext. Mhm. Ich habe das nächste Problem. Wir liegen hier mit dem Turbolader auf. Aber da musst du dran vorbei, das liegt nicht auf, da musst du einfach dran vorbei. Wir können auch noch nach mir rüber hier, laut meiner Bohrung. Ja, das geht. Wenn du jetzt quasi so machst, bist du ja schon dran vorbei. Ja. So passt das. Das geht. Jetzt könnte ich dann. Aber bin mir nicht ganz. Guck mal, jetzt passt. Ja, passt. Ich wollte gerade sagen, das muss passen. Super. Liegt der denn jetzt schon auf? Jetzt liegen wir auch wieder auf. Fast. Moment. Finger alle weg? Ja.
klar. Das wäre ungefähr so circa. Ja, und jetzt passt es, siehst du? Lageposition. Ah, schön. Dann haben wir hier haben wir noch Luft. Ja, cool. Nur da wird es eng, da drüben, habe ich schon gehört. Ich sehe es gerade, hier ist die originale Befestigung von dem Luftfilter beim 10V. Ich bin mir sicher, dass der S23B da auch seine Luftfilterbefestigung hat. Das ist richtig, ja. Aber die Motorlager, haben die nicht zwei Schraubpunkte? Meinst du jetzt in der Mitte? Nein, nein, außen, wo man sie befestigt. Ja. Ja. Dann kann das nämlich sein, dass du die äußere Schraube nimmst und die dann die innere, dass der Motor ein paar Millimeter nach links wandert. Ah, verstehe, was du meinst, ja. Ich glaube, dass das immer das Gleiche ist. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das abflexen musst. Ich weiß nicht. Aber guck mal, wie geil der Motor hier ist. Das sieht schon richtig sexy aus. Ne? Das sieht geil aus. Hier unten siehst du die beiden Muttern quasi oder die Schrauben, die nach unten durchgehen. Und jetzt könnt ihr das Motorlager abmachen und ein Zahn oder ein Lochbreite nach links drehen. Dadurch kippt der Motor ganz oder verschiebt er sich ganz leicht nach links. Und hier entsteht dann ein Spalt. Und ich weiß, das ist super, super eng serienmäßig schon. Also hier ist jetzt nicht so, dass du hier da einen ganzen Fußball zwischenwerfen kannst. Das ist sehr eng, aber natürlich nicht so eng, wie es jetzt ist, dass es anliegt. Und wo du es noch besser erkennst, wenn du jetzt vorne auf die Drehmomentstütze guckst, okay, siehst du, dass die eigentlich ein kleines Stück nach links müsste. Also dass der Motor ein bisschen nach links müsste. Mhm. Und ich glaube, das kannst du machen, indem du unten jetzt, wie gesagt, die Böcke löst, leicht nach links drehst, wieder reindrehst. Ja, sollte gehen. Aber an sich, ihr Schweine habt den Motor einfach eingegangen ohne mich. Du warst auf dem Hof unterwegs, Marco. Ja, ich habe mit Besuchern gesprochen und ich dachte, oh, jetzt habe ich den schönen Moment verpasst. Aber wir haben ihn auf Video festgehalten. Kannst du wollte ich gerade sagen, wir haben ihn. Aber was das Schöne ist, wenn du überlegst, dass diese Videos ja vielleicht 20 Jahre lang noch online sind, ist halt ein geiles Gefühl, wenn du deinen eigenen Umbau deines Autos kommentiert bekommst. Weil in dem Falle sehe ich ja meinen eigenen Umbau jetzt auch im Video, weil ich ja gar nicht weiß, was der Julian alles gemacht hat. Deshalb habe ich dieses Video ja auch bereits geschaut. Liebe Grüße an den 60-jährigen Marco an der Stelle. Hä? So sahst du aus, wo du muntere 45 warst. 46? Ne, 45. Ja, also wie ihr seht, das Ding passt wirklich richtig gut da rein. Aber jetzt zeichnen sich natürlich schon wieder die nächsten, ja was heißt Probleme, will ich nicht unbedingt sagen, aber die nächsten Herausforderungen hier ab. Vorher konnte ich das ja alles nur, ich sag mal wie in der Theorie, immer die ganze Zeit nur vermuten, was könnte später mal irgendwie wo sitzen eventuell und so weiter. Jetzt, wo der Motor drin ist, ist es natürlich erheblich einfacher, sich das Ganze auch räumlich mal vorzustellen. Wo kann ich denn was hinsetzen? Wie kann ich wie, was, wo verbauen? Das war vorher immer leider halt nicht so klar. Aber jetzt, wo ich vorhin schon mal drauf eingegangen bin, beziehungsweise im letzten Video war das, glaube ich, hier diese Geschichte mit dem hydraulischen Unterdruckverstärker, dass hier dieser Druckspeicher, wo immer gerne ja auch Bombe genannt wird, der sitzt beim 10V hier mit auf dem Motorhalter drauf. Und deswegen habe ich auch den Motorhalter von dem 10V an unserem 20V übernommen, weil ich hier natürlich die Verschraubpunkte habe und natürlich die ganzen Leitungen dementsprechend ja abgelenkt sind und gebogen sind. Deswegen war mir das eigentlich relativ wichtig, dass das auch wieder an den gleichen Ort wandert und ich dann hier nicht anfangen muss, noch irgendwelche Platten anzufertigen oder neue Schläuche oder sonst irgendwas. Da ist die erste Herausforderung eben meine Zusatzwasserpumpe. Kleinen Moment, jetzt muss ich die mal eben suchen. Ach ja, da ist es schon. Die haben wir auch neu bestellt. Ist übrigens immer noch genau die gleiche wie Vierer Golf etc. Dreier Golf, was weiß ich. Also ist jetzt nicht, dass die super schwer aufzutreiben gewesen wäre. Die gibt es nach wie vor. Aber die sitzt normalerweise bei dem 20V Motor genau hier, wo der Unterdruckverstärker sitzt. Und da fängt es dann auch schon wieder an. Normalerweise, Moment, ich habe den Halter hier. Das hier ist der originale 20V Halter. Und hier seht ihr ja schon so eine Platte drauf. Und hier sind normalerweise so, ja, ich nenne es mal wie so Gummiringe drauf, die Pumpe hier dann schwingend lagern. Also muss ich mir da was einfallen lassen. Und normalerweise, hier sieht man die Leitung, hier sitzt ja das Thermostat drunter. Das geht hier hinter zu meiner Heizung in den Innenraum rein. Das ist jetzt das Rohr vom 20V. Das habe ich ja passend gebogen nach oben. Das sieht man. Ja, hier in dem ganzen Kabelgewirr sieht man das. Ja, das ist mein originales Rohr. Und das hat natürlich
den Abgang. Das hier, hier steckt übrigens noch der Rest der Wasserpumpe drin, deswegen gab es die neu, weil das leider abgebrochen ist. Ja, hier ist der Abgang für meine Zusatzwasserpumpe, was natürlich der 10V-Motor an seiner Rohrleitung nicht dran hatte. Jetzt ist aber mein Problem, dass genau hier geht meine Rohrleitung ab, beziehungsweise der Schlauch, und geht dann normalerweise hier vor. Jetzt muss ich mir entweder den Schlauch verlängern und irgendwie hier in diesem Bereich was basteln, muss aber natürlich gleichzeitig auch schon wieder aufpassen. Hier sieht man den Stecker, habe ich ja auch beschriftet, Kühlerlüfter. Hier sitzt gleichzeitig auch mein Kühlerlüfter dann auch schon wieder. Also muss ich aufpassen mit meinem Platz. Ich habe, wenn dann, hier diesen Platz zur Verfügung, hier unterhalb vom Hauptbremszylinder. Oder eventuell, wo ich auch noch Platz hätte, ist hier in diesem Bereich. So, wie wir hier sehen, hier haben wir einen Schlauch, den ich eventuell umfunktionieren könnte. Und zwar, dass ich dann mein originales Rohr wieder nehme. Ja, wo ist denn? Da ist er. Mal schnell auspacken. Dass ich eventuell das originale Rohr wieder nehme vom 10V und das hier einbaue, damit ich hier hinten meine Abzweigung quasi weg habe und setze hier in diesen Schlauch ein T-Stück ein. Dann habe ich nämlich hier auch einen Abgang und schaue, ob ich eventuell hier in dem Bereich irgendwo meine Zusatzwasserpumpe einbauen kann. Der eine oder andere fragt sich natürlich die ganze Zeit, was quatscht der da überhaupt mit seinem Unterdruckverstärker und was weiß ich alles. Eben, das folgende Problem ist, der originale Urquattro 20V hat im Prinzip S2-Technik drin, von A bis Z, und halt auch schon mit ABS. Hier sitzt normalerweise der ABS-Block, so wie es beim 200er draußen war. Den haben wir hier nicht. Wir haben quasi ein Bremssystem ohne ABS. Und das ist der Grund, warum unser Grundaufbau von dieser ganzen Bremsanlage komplett anders ist als beim originalen 20V. Hätten wir dieses Bremssystem, dann hätte ich diese Probleme gar nicht. Dann würde das hier nämlich hier sitzen und ich könnte hier ganz normal meine Zusatzwasserpumpe anschließen, an dem Ort, wo sie eigentlich original sitzt. Ja, aber so ist das halt leider nun mal, wenn man ja etwas bauen möchte, was es in der Form eigentlich so original nie gegeben hat. Aber wie ihr seht, es ist alles möglich, es ist alles machbar. Ich habe da nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier ja die Pumpe verbaut vom, ich sag jetzt mal, Audi 80, ohne dieses ganze Unterdruck, hydraulische Unterdruckgeschichte, sondern eben ganz normal mit dem normalen Bremskraftverstärker, wie wir hier den eigentlich, sag ich jetzt mal, aus jedem x-beliebigen Fahrzeug kennen. Und deswegen hat dann die Servopumpe auch nur zwei Anschlüsse. Original haben wir eigentlich diese Servopumpe hier verbaut. So, die hat drei Anschlüsse. Und zwar haben wir einmal einen Vorlauf, der zum Behälter kommt. Dann haben wir eine Druckseite, die zum Lenkgetriebe geht. Und dann haben wir aber nochmal einen Druckanschluss, was direkt zu unserer Bombe runtergeht. Und das ist hier in diesem, ich nenne es jetzt mal, alten System ohne ABS anders. Und zwar ist es hier so gebaut, dass wir einen Vorlauf haben, das ist der hier, wo dann später von unserem Servobehälter, der hier sitzt, kommen wird. Eine Druckseite nur, die dann quasi hier runter geht und wie eine Art Verteiler hier hat. Also sprich, hier wird über eine Leitung mein Bremssystem und meine Servolenkung betrieben. Und zwar ist das so gemacht, dass du hier den Vorlauf hast, dann hier wie eine Art, ich nenne es jetzt mal, Verteiler drin hast und das von hier aus dann weitergeht zum Lenkgetriebe. Also sprich, nicht unabhängig gebaut. Deswegen haben wir eben jetzt die Wahl gehabt. Wir legen diese Leitung tot, sprich, dass die direkt wieder in den Servobehälter zurückläuft. Oder eben die andere Pumpe mit nur zwei Anschlüssen zu nehmen und die dann so zu verwenden. Ich habe mich natürlich für diese Variante entschieden, beziehungsweise Marco auch. Einfach aus, ja, ich nenne es jetzt mal ästhetischen Gründen. Wir wollten einfach, dass das so aussieht, als wäre das schon immer so. Wo ich dann auch schon einen kleinen Erfolg verzeichnen kann. Und zwar ist diese Leitung die originale Ursprungsleitung, die mal an dem 10V-Motor verbaut war, also sprich schon immer hier dran gewesen war, hat aber natürlich von der Rohrleitung her nicht gepasst. Also, was habe ich gemacht? Ich habe das Ganze kurzerhand, ich sage jetzt mal, einfach umgebogen. Also sprich, dieses Material ist ja relativ, ja, biegsam. Man, natürlich darf man es nicht übertreiben, sonst reißt das ist klar. Aber hier habe ich ja Drehgelenke drin, in meinen Schläuchabgängen da. Also das hier kann ich frei drehen, habe aber dann immer noch
das Problem gehabt, dass mein Auge hier quasi so stand und nicht so. Also habe ich das kurzerhand dann quasi auch noch umgebogen. Ich hoffe natürlich nach wie vor, dass das Ganze dicht ist, sonst muss ich die Leitung einfach nochmal neu pressen lassen. Funktioniert hier wunderbar und ist auch, ja, meiner Meinung nach optisch aufgeräumt. Der hier fliegt auf jeden Fall noch weg oder vielleicht kann ich hier auch noch was konstruieren, dass man das noch ein bisschen stabilisieren kann, das Ganze. Die Vorlaufleitung sollte auf jeden Fall passen. Das ist ja eigentlich nur ein gerades Stück, was hier direkt zu unserem Servobehälter geht. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Hört sich alles so einfach an, ich weiß, aber es braucht wirklich ein bisschen Überlegung und ein bisschen Einfallsreichtum. Aber wie ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Was sich noch gezeigt hat, ist natürlich dann unser Keilriemen. Der musste natürlich auch verändert werden. Das ist der Keilriemen aus dem 20V-Motor, aber ohne Turbo. Also der Sauger 20V, den wir draußen quasi als Schlachter stehen haben. Die Pumpenaufnahme hier, also die Verschraubung an den Halter, ist eine ganz andere wie die von unserer Originalpumpe. Auf den ersten Blick sieht das gleich aus, ist es aber nicht. Und deswegen brauchten wir den Halter aus dem 20V, was dann mit unserer Pumpe hier kompatibel war. Dementsprechend braucht man natürlich hier auch einen neuen Riemen, denn das Riemenrad von der originalen Pumpe, kann ich euch auch mal zeigen, ist kleiner. Hier kann ich es mal direkt vergleichen. Ja, doch, ich denke, man sieht das schon. Das ist kleiner. Dementsprechend ändert sich natürlich unsere Riemenlänge. Aber da habe ich, wie gesagt, einfach den vom 20V Original bestellt und siehe da, er passt wunderbar. Somit war das Problem dann auch gelöst. Jetzt, was hat man als nächstes? Genau, richtig, Zündspule. Da wir ja einen, ja, wie soll ich sagen, nicht artverwandten Audi geschlachtet haben, denn was hier natürlich auf jeden Fall wesentlich besser gewesen wäre von der Grundvoraussetzung, wäre, wenn wir hier einen S2 3B Motor geschlachtet hätten, also beziehungsweise einen S2 ausgeschlachtet hätten, der ersten Generation. Aber wer macht das heutzutage noch bei den Preisen? Das macht niemand mehr. Also haben wir natürlich halt das, was wir draußen stehen hatten, genommen. Wie ihr seht, es geht. Also es ist nicht... Es ist kein Hexenwerk, es ist nicht machbar. Es ist halt einfach immer nur die Frage, wie viel Zeit, wie viel Geld und ja, natürlich auch in gewisser Art und Weise, wie viel Wissen möchte ich da reinstecken. Bin natürlich wieder vom Thema abgekommen, ist klar. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist hier von unserem Zündverteiler zur Zündspule. Die Zündspule sitzt beim originalen 20V Urquattro auch hier auf diesem Halter. Musste ich auch ein bisschen umbauen, nämlich aus dem Grund, weil das hier sitzt eigentlich original da hinten. Aber wie ihr seht, das kann ja gar nicht funktionieren mit dem Halter hier. Das scheuert hier sonst an der Wand. Also was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand die komplette Zündspule zerlegt, habe das Ganze quasi dann gedreht, auf dem Halter gedreht. Ja, und siehe da, es passt wunderbar. So, jetzt hatte ich aber das Problem, dass mein Zündkabel hier, was original von dem 200er Audi war, zu kurz war. Das ging nur bis hierher. Denn die Zündspule vom 200er sitzt hier an der Spritzwand. Aber wie ihr seht, hier kein Platz. Und natürlich, eben wie gesagt, ich möchte es so originalgetreu, wie es nur irgendwie geht. Also hat die Zündspule da nichts verloren und muss da in die Ecke, wo sie dann auch wirklich später dann auch sitzt. Ja, jetzt habe ich mit Jan ein bisschen mich zusammengeschlossen, habe gesagt, du hast so eine Idee eventuell, aus welchem Auto die passen könnte. Und dann sagt er so, bestell mal Golf 3 1.8er, die ist relativ lang. Und siehe da, hier haben wir sie, schon eingesteckt. Passt längentechnisch wie Arsch auf Eimer. Wieder ein Problem gelöst. Also wie ihr seht, es ist ein riesen Puzzle. Es ist wirklich viel Denkarbeit. Es ist viel Ausprobieren auch. Aber es geht. Ja, da bin ich wieder. Und in der Zwischenzeit ist auch schon allerhand passiert. Wie ihr seht, das komplette Kühlerpaket ist schon eingezogen, inklusive meiner Behälter. Was hier jetzt noch fehlt, ist der Servo. Den kann ich aber nur ganz zum Schluss erst einbauen. Zusatzkühler ist schon drin. Hier meine ganze Verkabelung. Das ist hier alles für die Klopfsensoren, für die Drehzahlsensoren und. Die ganze Batterie, Zündkabel steht. Unterdruck steht, Benzinleitungen stehen, die muss ich noch ein bisschen nachbiegen, damit es ein bisschen schöner sitzt. Ja, aber ansonsten sieht das alles schon ganz gut aus. Einen kleinen, ja, was heißt Rückschlag, musste ich leider auch hinnehmen. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit unserer Zusatzwasserpumpe. Das wird so leider nicht funktionieren, denn, ja, wie ihr vielleicht seht, also hier ist absolut null Platz, aber wirklich gar kein Platz. Selbst hier nicht, wo ich auch schon drüber nachgedacht habe, ob ich es vielleicht hier in den kleinen Zwischenraum reinsetze. Keine Chance, auch hier nicht. Da kommt einfach nichts Sinnvolles dabei raus. Es geht nicht. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich bin
mit meinem Latein, was das angeht, am Ende. Auch die anderen, die ich gefragt habe, keine Chance. Immerhin habe ich hier den richtigen Schlauch. Das ist eben der aus dem S2. Hier wäre auch der Anschluss für die Zusatzwasserpumpe. Den habe ich jetzt halt einfach blind gelegt und hier am Kühler mit festgestrapst, damit der hier nicht quer durch die Gegend baumelt. Ja, soweit bin ich jetzt aktuell. Es gibt auch noch eine schöne Nachricht, und zwar meine Kupplung ist gerade angekommen. Ja, die liegt wohl auch schon ein bisschen länger, aber wie man sieht, nagelneu. Oh! Sogar mit Kugelschreiber, Ralf, guck mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, Kupplung montieren, Getriebe einbauen. Ja, und dann neigt sich das Ganze auch langsam schon Richtung Ende. Ja, einige Zeit später an unserem Urquadro-Projekt. Ja, also definitiv mal eben umbauen. Nein, ist wirklich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir wirklich einfacher vorgestellt. Was soll ich euch sagen? Es ist nicht unmöglich, aber es ist erheblich mehr Arbeit, als dass ich es eigentlich gedacht habe. Ich zeige euch auch nochmal warum. Und zwar folgendes. Zuletzt haben wir gesehen, unser Getriebe ist mittlerweile im Fahrzeug drin. Das passt alles super, wunderbar. Aber, jetzt kommt das große Aber. Hier seht ihr die zwei Sensoren. Einmal für Drehzahl und der andere Sensor ist, soweit ich weiß, für die Zündung. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Am 10V-Motor haben wir unsere Drehzahlerfassung hier oben im Getriebe drin. Das haben wir hier nicht mehr. Der 20V hat das Ganze hier an der Seite. Und jetzt ist es so, wir fahren ja unser Original 10V-Getriebe weiter. Die Übersetzung sollte die gleiche sein wie im 20V, aber die Getriebeglocke ist tatsächlich ein klein wenig anders. Und zwar hier ist beim 20V eine Aussparung drin, wegen diesem Fühler hier. Bei uns war aber keine Aussparung, also sprich, wir mussten uns hier eine Aussparung reinschneiden. Sonst hätte das ganze Getriebe hier nicht gepasst. Ja, der Rest passt aber wunderbar, wie ihr seht. Also das ist soweit alles paletti drin. Hier fehlt noch die Kardanwelle. Unsere Downpipe fehlt noch. Das ist eigentlich noch das größte Bauteil, was uns jetzt noch fehlt. Ansonsten haben wir alles. Also wie gesagt, mal eben schnell umbauen. Nein. Also wenn ihr unbedingt der Meinung seid, ihr wollt so einen Umbau machen, auch wenn es weh tut, kauft euch einen S2. Da ist das erheblich einfacher, glaubt mir. Ich habe es ja selbst bei meinem Cabrio auch gemacht. Da war wirklich alles Plug and Play. Also von daher, wer sich den Aufwand machen will, so wie wir, oder in dem Fall ich, der muss halt mit solchen Sachen einfach rechnen und leben. So, da bin ich auch mal wieder bei dem Projekt dabei. Übrigens, ich bin Marco, gehöre auch zur Halle 77. ich wollte mich mal einfach über den mittlerweile sehr weiten Stand über das Audi Quattros oder Urquattros auch mal erkundigen. Julian, ich muss echt sagen, ich bin echt sehr, sehr stolz auf dich, wie du das machst. Die kleinen Details, die ihr vielleicht auch schon bemerkt habt. Du versuchst wirklich, wie beim Urquattro 20V, das auch original richtig gesessen hat, genau dahin zu bauen. Richtig. Hier seht ihr die Halterung für diverse Sensoren, für Klopfregelung, für die OT-Sensorik. Genau. Und der Lambda-Technik kommt hier noch hin. Servobelta hat Einzug erhalten aus dem 200er, weil wir haben geguckt, beim 20V sitzt nicht mehr der Blecheimer da drin, den wir vorher hatten, sondern genau dieser. Der. Verschlauchung, Verrohrung, all das ist neu. Das Einzige, was kein Einzug eingezogen ist, ist die Zusatzwasserpumpe. Die ist echt raus, ne? Keine Chance. Also ich habe wirklich alles versucht, da irgendwie ein bisschen Platz zu gewinnen oder sonst. Keine Chance. Es geht nicht. Ich bin mir eben nicht 1000% sicher. Also es ist wieder, wie sagst du so schön, gefährliches Halbwissen, ne? Ja. Ich bin der Meinung, der originale 20V hat ja eigentlich ABS. Ne? Also der ist ab Werk mit ABS ausgeliefert und unsere hat ja kein ABS. So, jetzt haben wir hier diese ganze, wenn du da mal reinfilmst, das hier ist unser hydraulischer Bremskraftverstärker. Weil normalerweise haben wir hier den Unterdruckverstärker, den pneumatischen, den haben wir hier ja aber nicht. Und das sitzt hier unten auf meiner Motorhalterung, wo eigentlich eben die Zusatzwasserpumpe sitzen sollte. Man sieht hier auch von dem Formschlauch, den haben wir uns besorgt, der ist eben aus dem 3B-Motor. Sollte eigentlich auch hier runtergehen, dieser Schlauch. Ja, den musste ich jetzt halt dann leider Gottes einfach blind machen und ein bisschen festschrapsen, dass der hier nicht wild durch die Gegend flattert, wenn der Lüfter angeht. Falls irgendjemand mal eine Idee haben sollte, ich bin für alles offen, keine Frage. Aber ich bin, was das angeht, mit meinem Latein am Ende. Ich wüsste nicht, wo ich das hinsetzen sollte, so dass unsere Servolenkung zum Beispiel hier, auch die Lenkstange da unten, die bewegt sich ja, wenn ich einschlage. Sprich, die schiebt sich nach vorne, nach hinten, zur Seite. Also wäre das hier eigentlich der einzigste Platz, wo ich sie hin
ja, setzen könnte, aber eben, Lenkung bewegt sich und dann reiße ich mir die Pumpe ab. Ich kann mich, wie gesagt, an diese Umbauten noch dran erinnern. Ich muss als allererstes zugeben, wo ich mein Cabrio umgebaut habe oder auch mein Audi 80 umgebaut habe, ich habe niemals so akribisch und sauber gearbeitet. Das als allererstes. Den Kabelbaum hast du dir ja vorweg fertig gemacht, ohne dass der Motor drin war. Du hast das jetzt angeschlossen und bist dir, hast du gesagt, zu 90% sicher, dass wir mit dem ersten Schlüsseldreh machen, dass er anspringen sollte. Ja. Wenn ich mir jetzt das Platzangebot hier vorne angucke, Micha, guck mal, wenn du jetzt hier den Zahnriemen wechseln sollst, im eingebauten Zustand. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so... Käse, der Julian hat es auch gestern noch erzählt, den Zusatzwasserkühler, der hier vorne sitzt, hat er vergessen gehabt einzubauen. Hat gesagt, Servo war alles schon drauf und wollte dann den Kühler einbauen. Geht nicht, musste die Servolenkung wieder ausbauen, genau. Um allein nur den Kühler auszubauen. Also ich sag euch, das ist echt sehr, sehr, sehr eng. Von oben sehe ich, fehlt uns fast gar nichts mehr. Es ist alles zusammen. Was hier noch fehlt, sieht man sehr gut, das Hosenrohr. Und... wir haben hier unser originales Ansaugsystem und hier ist ja unser Luftfilterunterteil Serie von dem 10V Turbo und es fehlt uns der Deckel. Jetzt habe ich im Video bei John Pierre ja gesehen, dass der was mit seinem 3D-Druck gemacht hat. Das erste, was ich gemacht habe, höre hoch, ich sage, hey John Pierre, hast du so ein Programm wohl nochmal? Müsste ja eigentlich auch vom Audi 200 der Ansaugschlauch sein. Kein Problem, bekommen wir von John Pierre die Tage gebracht. Das bedeutet, Luftfilterdeckel haben wir auch. Ja, ich würde sagen, wir heben mal hoch und gucken mal von unten. In der Zeit, wo ihr das Video seht, ich bin mal gespannt, das ist ja jetzt so in Zukunftsdenken, ob wir mit dem Auto zu Creme 21 gefahren sind. Wenn das Video läuft, war die Creme 21 schon. Ich bin mal gespannt, ob er sich gut bewährt, ob er gut läuft. Oh, du hast ja auch Ladeluftkühler, alles schon drin. Ja, oder komme ich gleich zu was. Jetzt kommen wir zu den negativen Sachen. Hier ist der Ladeluftkühler und ich habe ja gesagt, ich möchte, dass das Auto Serie bleibt. Also nicht vorne Front zersägen, riesen Ladeluftkühler. Der Ladeluftkühler ist sehr, sehr klein. Der Julian sehe ich gerade schon. Ich spanne ja so ein bisschen. Hier sehe ich einen Schlauch. Hast du dir schon irgendwas von der Ansaugbrücke zum Ladeluftkühler hingebaut? Da ist schon eine Verbindung. Oh, das ist aus dem Eichberg Turbo. Der Schlauch, sage ich dir jetzt schon, der kann nicht viel ab. Der wird auch nicht lange halten. Aber ist egal. Erstmal, da wollen wir ja, dass das System dicht ist, weil wir müssen jetzt hier selber bauen. Jetzt brauchen wir noch eine Verbindung, Micha. Guck mal von hier. Hier haben wir Abgasturbolader und müssen hier hin zum Ladeluftkühler. Müssen aber ein T-Stück haben, um hier an das Schubumluftventil dran zu kommen, dass wir, wenn wir vom Gas geben, auch der überschüssige Ladedruck wieder ins Ansaugsystem gerät. Und da muss der Julian jetzt noch was bauen. Genau. Aber ansonsten, Julian? Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Es könnte ja, also so wie es für mich aussieht, Schlauch drauf, wenn wir erstmal nur was Provisorisches machen, genau. Hosenrohr dran. Ja. Selbst ohne Hosenrohr wird er ja anspringen. Klar. Batterie rein, Schlüssel drehen, ne? Ja. Das könnte ja heute noch sein, ne? Das könnte eventuell heute passieren, ja. Das wäre mein Tagesziel. Geil. Aber das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, ciao.